Hallo Leute, da bin ich wieder zurück bei Pokémon Blattgrün. Lange Auszeit war da und ja, ich bin hier vor einem Relaxo und René schläft. René, wach auf, los. René soll aufwachen. René soll aufwachen. Genau, und die Pokéflöte. Bla bla bla. Nee, auf jeden Fall bin ich wieder zurück. Das Let's Play läuft jetzt im normalen Takt wieder weiter, nehme ich mal an. Das Doofe ist, durch die Pokéflöte habe ich natürlich jetzt auch Relaxo geweckt. Und ich werde mich jetzt einfach mal einer Aquavelle bedienen, um Relaxo etwas zu schwächen. Oh, ein Volltreffer. Es schlug fehl. Und wir schlafen wieder. Ich habe es mir fast gedacht. Aber ich werde jetzt das Pokémon wechseln und zwar zu Lynn. Ja, ich brauche es immer noch, den Namen umbenennen wird kommen. Auf jeden Fall. Oh, muss das sein? Du machst mich also schläfrig. Warum habe ich hier noch keine Donnerwelle? Ab wann lernt Lynn bitte Donnerwelle? Gute Frage. Doppelkick ist ein bisschen heavy. Versuchen wir mal mit Biss. Oh. Erholung. Oh. Das ist übel. Was hat Rune mir da aufgetragen? Ich soll ein Relaxo fangen. Das ist eine Qual pur. Ich weiß. Was soll das denn bitte? Ich dachte, wir haben uns dafür entschieden, dass er Simsala statt Nocturne nimmt. Naja, egal. Ich habe meine zwei Pokémon. Sobald der da raus ist, der VM-Sklave, kommt ein anderes Pokémon noch rein. Und dann habe ich meine beiden. Der Rest, den soll, kann ruhig ihm überlassen sein. Ist mir dann erstmal egal. Ja, René schläft. Lynn schläft. Ja, Magi, du musst das jetzt machen. Anders geht's leider nicht. Noch schläft er tief und fest. Das ist sehr schön. Er setzt Schnarch ein. Das ist übel. Flammenwurf. Ja, das ist das, was ich mir gedacht habe. Die Spezialverteidigung ist so hoch bei ihm. Das ist ein Albtraum. Egal, Schaufler. Komm. Relaxo ist aufgewacht und Relaxo setzt Gene ein. Das schlug viel. Sehr schön. Ja, Kopflos. Autsch. Verteidigungswerte von unseren Pokémon sind keinesfalls gut. Ich weiß gar nicht, wie ich das Relaxo fangen soll, wenn Lynn keine Donnerwelle kann. Was hat er mir da hier aufgetragen? Das ist doch mehr als eine Qual. Echt ohne Witz. Nein, du setzt dich nicht wieder schneiden. Ach, Gott sei Dank. Nochmal Schaufler, komm. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ich habe keine Möglichkeit, ihn irgendwie einzuschläfern. Kann sich nur selbst einschlafen. Das heißt, eine andere Statusveränderung haben wir nicht. Oh nee. Und jetzt ist auch noch gleich Magi eingeschlafen. Oh shit. Flammenwurf. Was hat der uns da bloß für eine Aufgabe aufgetragen? Und überhaupt, warum sollen wir es überhaupt fangen? Nächste Pokémon einsetzen. Ja, bitte. Komm. Du schaffst es, Alex. Tempo Weep. Ja, das war mir klar, dass es sehr effektiv sein wird. Weil Kampf ist wirklich sehr effektiv halt gegen normal. Und wir haben noch zwei Superbälle. Danke für diesen tollen Safe State. Super. So schwierig war das jetzt irgendwie gar nicht. Das hätte ich jetzt schwieriger erwartet. Für Relaxo wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Möchtest du Relaxo im Spitznamen geben? Also ich wüsste jetzt nicht, warum Rune ihn einfangen wollte. Also ins Team kommt er, glaube ich, nicht. Und ansonsten,
ja, soll er sich halt einen Spitznamen in Lavandier beschaffen. Aber so wie das aussieht, möchte er also scheinbar die Richtung Fuxania City angehen und möchte nicht vorher die Silph Grove machen. Okay, können wir machen. Dann wird die Silph Grove nur, glaube ich, ein bisschen zu langweilig nach meinem Geschmack. Aber naja, das muss er wissen. Also, da werden wir uns bestimmt nochmal irgendwie versuchen abzusprechen oder so. Keine Ahnung, ob ich einen Brief schreiben kann. Nee, kann ich glaube ich nicht, oder? Kann ich das? Ich überlege gerade. Nee, lassen wir mal. Wobei bei der Silph Grove. Nee, wir müssen erst zur Silph Grove. Da ist das Pokémon, was ich brauche, und desto früher wir das bekommen, desto besser ist es. Und ja, ich werde ihm jetzt versuchen zu signalisieren, dass ich Nocturne eigentlich nicht da drin sehen möchte. Weil er sich ja eigentlich für Simsal entschieden hat, soweit ich das richtig hatte. Und das werde ich ihm jetzt auch so signalisieren, indem ich jetzt nämlich Nocturne einfach ablege. In die Box 1. So, dann Pokémon nehmen. Schlimm, schlimm. Nein, nein, nein. Nein. Ist da übrigens, ja, ist. Können wir eigentlich schon fliegen? Schauen wir mal, ob wir schon fliegen können. Ich bin mal gespannt, ob wir schon fliegen können. Hui, Turbo-Treter, let's go! Hui, du. Vor allem Sklave. Was ich früher geliebt habe, war das hier. Zerschneider. Dip, dip, dip. Oh, halt. Was packen wir da ganz oben? Level 36, 35. 35 Tausch, 36 nach oben. Gleichmäßiges Trainieren, bitte. Unsere Liebe kennt keine Grenzen. Wir lieben uns. Und das zeigen wir auch. Dann zeig das mal. Ein Doppelkampf. Oh, Galoppa und Vulnona. Und wir schicken ebenfalls ein Feuer- und ein Elektro-Pokémon los. Aber das dürfte uns nicht allzu sehr stören, weil dann machen wir das nämlich einfach so. Jo, einmal Donnerblitz auf Vulnona. Bam, Hälfte des Lives weg und Vulnona verschwindet erstmal aus dem Fokus der Gegner. Attacke ging daneben auf Vulnona und Stampfer mitten auf Blitzer. Ja, kurzerhand nochmal ein Donnerblitz auf Vulnona. Vulnona versucht nochmal mit dem Ruckzuckhieb viel Schaden zu machen. Ist aber nicht viel draus geworden, würde ich sagen. Und Vulnona darf sich damit verabschieden. Und jetzt kommt der Schaufler auf Galoppa. Und das tut weh. Was ist das denn bitte für eine Idee? Ja, komm, Biss. Der Biss reicht, der Schaufler ist irrelevant. Also es gibt nochmal schöne Erfahrungspunkte für beide. Jo, meine Geliebte und ich haben verloren. Oh, Mimimi. Wie bist du nur hereingekommen, solide Leistung. Jo, danke. Ich würde sagen, das nennt man den VOM-Sklaven. Und du gib mir Fliegen. Wetterhell Form 2 ist Fliegen, damit kannst du in jede Stadt. Jo. Mal schnell gucken. VMTM-Box öffnen. Ob Psychokinese haben wir schon mal. Schockwelle haben wir auch. Sehr schön, das gefällt mir beides. Wenn wir nicht beides brauchen. Wo ist denn jetzt? Da haben wir sie doch. Taubsi. Schiene bereit. Taubsi lernt fliegen. Juhu. Aber kann ich jetzt fliegen? Ich weiß gar nicht, ab wann ich das machen kann. Ich bin mir nicht sicher. Fliegen. Ja, ich kann fliegen. Traumhaft. Dann einmal zurück nach Saffronia City.
Und dann werde ich jetzt, noch 5 Minuten habe ich in meinem Part, und ich werde ihm das klipp und klar deutlich machen, ich will in die Silph Go. Da ist ein Pokémon, was ich haben will. Und was ich auch jetzt schon brauche von der Situation her. Weil wenn ich das erst nach Fuxania City kriege, ist der Levelrückstand viel zu hoch. Und das wäre ganz und gar nicht gut, nach meinem Geschmack her. Außerdem, kurze Unterbrechung. So, kurz was nachgeschaut. So, Mist. Sorry für den Fail. So, ich habe kurz was nachgeschaut. Öffnen. Und zwar hätte ich gerne die Schockwelle. Dann bitte einmal auf Lynn. Soll eine andere Attacke ersetzt werden? Ja. Welche Attacke soll vergessen werden? Vergessen werden soll... Biss kann bereits Turtok. Das kann weg. 1-2. Schwupp. Und Lynn erlernt Schockwelle. Sehr schön. Ja, Psychokinese werde ich noch brauchen. Das wird ein anderes Pokémon kriegen mit einer sehr hohen Spezialverteidigung. Und ihr wisst es sowieso schon. Wenn ich hier in das Silphcore-Gebäude reingehen muss, um es zu bekommen, dann wisst ihr schon, welches Pokémon ich meine. Und in das Silphcore möchte ich die jetzt wirklich gerne nach und nach sinnvoll trainieren. Das heißt wirklich so. Das heißt 35, das heißt 36, dann 37, 37, 38, 38, 39, 39, 39, 40, 40, 40 und so weiter. Ob das Rune mitmacht, weiß ich nicht, aber ich kann es ja mal testen, ne? Also, hey du. Hey Borg, was machst du hier? Mir die Ausstellung anschauen? Nein. Oh, 5 Pokémon. Oh, sogar ein Golbat. Wow. Ja, ich sag ja, wenn wir da jetzt nach Fuxania City hingehen, dann langweilen wir uns zu Tode. Ich meine, die Pokémon sind ja schon Level 25 nur noch. Und wie gesagt, nach Fuxania City und dann langweilen wir uns in Silph Go nur noch zu Tode. Das ist einfach nicht. Besonders ist hier oben noch ein Orden. Und den kriegen wir erst, wenn die Silph Go zu Ende ist. Von daher würde ich mal glatt behaupten, machen wir das mal kurz. Ah, Donnerblitz, Schockwelle. Dann erlernt er noch Donnerwelle, der Spukball bleibt. Und dann haben wir hier einen statusverändernde Blitzer. Also Blitzer, die... Der Blitzer. Das sage ich nichts dazu. Also, halte ich weiterhin nichts von, aber egal. Ja, auf jeden Fall hat er dann eine Statusveränderungsmöglichkeit durch Donnerblitz. Durch Donnerwelle. Hat dann Schockwelle und Donnerblitz als Attacken und noch Spukball, weil die Spezialverteidigung und die Initiative wirklich sehr hoch ist von Blitzer und ich finde, es ist wirklich sehr brauchbar. Kann man nichts gegen sagen. Oh, Hyperzahn. Das tut weh. Oder auch nicht. Doppelkick! Hätte ich auch vorher machen können, ich Idiot. Egal. Das war jetzt Fail, aber egal. Juhu. Als nächstes wird Zuber den Kampf geschickt. Ich glaube, danach sind wir Level 36. Und damit Rune jetzt auch noch sieht, in den 1 Minute, die mir gleich noch übrig bleibt, werde ich Volnona in den nächsten Kampf gegen den Rocket-Typen schicken. Damit er halt sieht, dass ich gleichmäßig trainieren möchte und nicht nur meine Pokémon, so wie das jetzt aussieht. Sondern wirklich halt, dass eine Balance da bleibt. Nadelrakete? Nee. Nein. Ja, genau. Hast du gut erkannt. Das solltest du nicht erlernen. Ich bin ein Versager. Ja, das glaube ich auch. Also, Pokémon. Dann einmal Volnona nach vorne. Und, auf zum nächsten Trainer. Hau ab, du hast keinen Zutritt. Sagt wer? Sagst du? Scheiße ich drauf. 3 Pokémon. Magnetilo. Oh, sehr schöne Wahl von mir mit Volnona. Sauber. Einmal bitte Flammenwurf. Und tschüss, Magnetilo. Magnetilo ist intelligenterweise nämlich nicht vom Typ Elektro, sondern vom Typ Stahl. Oder beides? Auf jeden Fall Stahl. Von daher tut das schon ziemlich weh. Ja, da haben wir leider ein Elektro-Pokémon. Müssen wir dann trotzdem einen Flammenwurf machen. Bringt nichts. Ich weiß auch nicht, welche Attacken er auf Volnona
lernen möchte, dann müsste ich ihn nochmal fragen und Nachforschungen antreiben. Na komm, keine Attacke. Bitte, danke. Ja, und dann halt schauen. Aber jetzt kriegen wir wieder ein Stahl-Pokémon vor die Füße gestellt. Und zwar Magneton. Ja, Magi ist jetzt Level 37. Und wir haben Fischer Orlando besiegt. Forscher. Fischer. Genau, Fischer. Mhm. Fischer Fritz. Fritz, fischt frische Fische. Frische Fische, fischt Fischer Fritz. Ja, genau, so rum. Lang nicht mehr gesagt, den Spruch. Echt ohne Witz jetzt. Ja, dann mache ich hier mal den Safe State. Und, wir sehen uns dann im übernächsten Part wieder. Ciao.